So, willkommen. Hallo, schön, dass ihr da Hallo. seid. Hallo. Stellt euch doch mal kurz vor, damit ich weiß, wer ist. Also ich bin der Stefan. Ich spiele bei Compozeisig Gitarre, hauptsächlich ein bisschen Mundharmonika und singe. Ja, das ist so. Und ich bin der Werner. Ich spiele Schlagzeug bei der Compozeisig und singe manchmal auch, aber nur eher so im Hintergrund. Ich bin der Frank und ich spiele den Bass bei Compozeisig und bediene den Synthesizer. Das ist neu dazugekommen in letzter Zeit. Und ich bin der Udi. Ich spiele die Melodika und die Mandoline und manchmal auch Kazoo und singe auch. Ja, Compozeisig, euer Name. Hat es was mit dem Vogel Zeisig zu tun? Ich habe es mir jetzt fast gedacht, weil ihr einen mitgebracht habt. Unser Maskottchen. Ah, okay. Ja, woher kommt der Name? Wie seid ihr da drauf gekommen? Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil das ist so, dass sich eigentlich Tiere generell gerne in unsere Songtexte reinschleichen und keiner weiß eigentlich genau warum. Und ja, es kam am Ende so weit, dass sogar der Bandname ein Tier sein musste. Ja, und der Vogel fand halt ein sehr sympathisches Tier und Zeisig ist einfach ein schöner Name, der gut klingt und ich meine, es gibt auch andere Vögel, Dompfaff oder sowas, hätte uns jetzt nicht so gefallen. Aber oder Rabe. Rabe. Korrekt. Einfach, hat uns akustisch auch gut gefallen, Compozeisig, genau. Ja. Ja, wie habt ihr euch denn überhaupt jetzt in der Kombination gefunden? Wie seid ihr zusammengekommen? Ja, das. Also, wenn ich jetzt alles erzähle, springt es wahrscheinlich ein bisschen so den Rahmen. Angefangen hat es also mit Frank und mir in der Schule, als in der Schülerband. Haben wir schon zusammen gespielt, das hat sich dann aufgelöst direkt nach der Schule. Da hat man noch andere Frisuren. Das auch, ja. Und wir haben uns dann eigentlich Jahrzehnte oder so erst sehr lange später in München wieder getroffen und haben dann wieder angefangen als Duo Musik zu machen, als Compozeisig schon. In der Zwischenzeit habe ich aber mal mit dem Werner in einer Rockband gespielt, genau. Ja, ja. Und dann nochmal irgendwo dazwischen. War dann eure Geschichte, eure gemeinsame? Genau, da haben wir gemeinsam in einer Band gespielt. Da haben wir mit 10 Jahren lang mit den Gauchos Monacos gespielt. Und dann hat sich das aufgelöst. Und genau. So ist eins zum anderen gewachsen, gell? Genau. Und jetzt so seit 6 Jahren ungefähr sind wir in der Viererbesetzung als Compozeisig unterwegs. Also praktisch aus 2 Duos habt ihr euch dann sozusagen... Das stimmt. Ja, genau. Eigentlich richtig. Da haben sich dann gleich neue Duos gebildet. Genau. So schaut's aus, ja. Eure Lieder sind ja hauptsächlich auf Bayerisch, zum Großteil. Könnt ihr da vielleicht, ich meine, ihr redet jetzt auf Bayerisch, könnt ihr da eure Gefühle vielleicht auch besser ausdrücken, irgendwie euer Lebensgefühl besser rüberbringen? Oder was ist denn der Vorteil davon, im Dialekt zu singen? Ja, ich denke schon, dass das was damit zu tun hat, dass wir uns da eigentlich besser ausdrücken können. Also wir haben früher englische Stücke gemacht, englische Texte geschrieben, hochdeutsche Sachen gemacht und irgendwann eigentlich so im Kontakt mit Udi, weil die beiden ja von Haus aus auch bayerisch sprechen und da bin ich dann auch wieder dazugekommen, bayerische Texte zu machen. Und da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl dabei und eigentlich, wir haben jetzt auch nicht so die internationale Karriere im Glück. Von daher passt das auch ganz gut und es kommt auch ganz gut an bei den Leuten, denke ich mal. Ja, ich finde auch vom Gesang her wirkt es dann manchmal sehr harmonisch, also gerade im Bayerischen, wenn man dann zusammen singt, 2- oder 3-stimmig oder so, das hat dann nochmal eine andere Qualität als dieses relativ harte Hochdeutsch, sage ich jetzt mal. Insofern fühlen wir uns da eigentlich sehr wohl beim Bayerischen. Das kommt bei euch auch, glaube ich, von innen raus. Ja, ja, der Stefan schreibt auch gute Texte im Bayerischen und ich weiß nicht, ob die so gut wären, wenn sie in Englisch wären. Also man versteht es wahrscheinlich grammatikalisch schon eher nicht. Ja, eben. Also aber es gibt trotzdem eine ganze Palette. Also wir singen ja nicht nur bayerisch, aber das ist der Schwerpunkt eindeutig. Aber es gibt dann jetzt mittlerweile auch einen englischen Song. Und dann haben wir auch griechisch mittendrin, weil auch ganz wenig allerdings. Aber egal. Und ja, und Hochdeutsch natürlich schon auch, aber das Bayerische ist eindeutig der Schwerpunkt. Gell? Ja. Ist wahrscheinlich auch am authentischsten. Ja, denke ich auch, richtig. Eindeutig. Und jetzt den Konjunktiv auf Englisch, bitte. Ja. Ich habe am Anfang schon gesagt, ihr macht Münchner Krautfolk.
Könnt ihr das vielleicht kurz erklären für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, und vielleicht auch kurz sagen, wie ihr zu der Musikrichtung gekommen seid oder was das für euch ausmacht als Musikrichtung? Mhm. Ich fange vielleicht mal kurz an mit der Erklärung. Ich versuche es mal, weil den Begriff Krautfolk haben wir eigentlich für uns erfunden. Ich weiß nicht, ob ihr den sonst eigentlich noch nicht gehört gehabt. Und es hat natürlich mit unseren Wurzeln zu tun, weil wir waren ja auch immer große Musikfans, eigentlich schon immer, und haben allerhand Musik gehört, aufgesogen und haben dann halt irgendwann, waren wir so weit, dass man auch selber was machen wollte und so. Und aus der Zeit, als wir halt unsere musikalische Prägung erfahren haben, so 70er Jahre, gab es zum Beispiel Krautrock. Also das ist so ein Genre, was die Engländer den Deutschen aufgeguckt haben. Das waren so Bands zum Beispiel wie oder Spadifankerl oder genau, so. Das war so experimentellere Rockmusik mit Einflüssen aus Jazz, Ethno, was weiß ich. Ja. Also die wollten sich halt von diesen englischen Popmusik absetzen als Deutsche. Keine 3-Minuten-Songs, alle Songs, jeder Song über 9 Minuten oder noch, oder noch länger. Genau, abseits vom Mainstream, und das ist einfach so ein Gedanke oder so eine Idee, die wir jetzt da in Verbindung bringen mit unserer Folkmusik. Also das ist Experimentelle, aber dann kommt eben jetzt auch der Synthesizer dazu, zu unseren akustischen Instrumenten, und um das irgendwie zu beschreiben, dieses Gemengelage, haben wir irgendwie diesen Crowdfolk. Ausdruck gebraucht, weil die Leute fragen immer, was macht sie und so. Und dann sagen wir Krautfolk, du weißt auch keiner, was das ist. Ja. Aber Ausführungen würden dann fast zu weit führen dann. Ja. Genau. Aber man hat das ja an den Stücken, glaube ich, gesehen, dass sehr, sehr unterschiedlich jetzt die Stücke sind. Also 1 und 2 geht noch und 3 und 4, Stück 3 und 4, das ist dann einfach doch ganz anders als die ersten zwei. Also diese Spanne zwischen Folk und diesem Kraut, diesem Experimentellen, denke ich, bildet das ganz gut ab. Also der Begriff hat sich eigentlich schon richtig entwickelt. Ne? Also letztendlich waren wir ja schon der Meinung, dass wir schon in eine bestimmte Richtung gehen musikalisch, aber wir haben dann gemerkt, dass wir uns nicht gern in der Schublade pressen lassen, beziehungsweise dass wir keine Grenzen haben wollen bei der Musik. Und dieses Krautige, das ist vom Begriff her eigentlich, deckt das ganz gut ab. Also wie man sich's vorstellt, also Kraut und Rüben, ne? Alles durcheinander. Aber letztendlich fühlen wir uns da unheimlich wohl dabei, und experimentelle Musik, das ist eigentlich das Schlagende, ne, für uns. Okay. Im Lied Kerstin Katz geht es um die Gefahren des Münchner Radlverkehrs, und in die Stadt geht es, ja, ich sag mal, um die Rolle von Geld oder um die Preise in der Großstadt. Sprecht ihr öfter solche, ich sag jetzt mal, sozialpolitischen, gesellschaftlichen Themen an in euren Liedern? Also nicht unbedingt. Also die Stadt ist eigentlich, das muss einfach irgendwie raus. Das war halt so, die Wohnungsnot, wo man halt bei unseren Bekannten in München auch mitkriegen, das betrifft dann nicht nur München, es ist sicher auch andere Großstädte. In Salzburg wahrscheinlich nicht groß anders, genau. Denke ich mal. Und dann haben wir einfach mal diesen Protestsong gemacht, ja. Aber es ist jetzt nicht, dass wir jetzt da so einen Schwerpunkt drauf haben. Also wir haben ja viele sehr, melodische Sachen. Melodische, aber ja gut, das eine noch, das Wetter auch, führt sich auf, heißt es, das betrifft den Klimawandel, das ist vielleicht auch noch eins, das man ein bisschen kritischer sehen kann oder in diese Gesellschaftskritik mit einreihen kann. Aber im Prinzip sind es Lieder, die sehr. Ja, eigentlich haben wir nicht so eindeutige Texte ansonsten. Also das ist mehr so. Ja, andeutungsweise poetisch, oft im Wagen gehalten, aber transportiert mehr so Gefühl, also von den Texten her. Und Wortspiele. Ja. Wortspiele mögen wir auch sehr gerne, genau. Ja. Und das ist halt, wenn man wachen Auges durch die Stadt geht oder sowas, oder mit dem Radeln, das ist halt einfach Alltag für uns dann auch. Also das ist fast weniger Protestsong, sondern damit lebt man halt in der Großstadt, wenn man Radl fährt, dass es gewisse Gefahren birgt. Aber es können auch abgründige Songs sein zum Teil. Also da haben wir zum Beispiel schon auch für Tierliebhaber etwas schwierigere Texte, aber wir erklären das dann meistens, also es ist natürlich nicht böse gemeint, aber Abgrund ist schon auch ein Thema bei uns. Ja, ist
Da wurden eben öfter auch Tiere auf, wie schon gesagt, aber es geht nicht immer gut aus für die Tiere. Ja, genau. Stimmt. Was wollt ihr denn mit euren Liedern erreichen? Also da meine ich jetzt nicht irgendwelche gesellschaftlichen Themen, aber was wollt ihr denn rüberbringen für euer Publikum? Mit welchem Gefühl sollen die rausgehen? Dass das uns Spaß macht. Und dass man die Leute, das Publikum da mitnehmen kann. Das, glaube ich, kann man so sagen. Die Leute sollen unseren Spaß mit zu sich nehmen. Genau, den dann so haben. Habe ich es ungefähr gemeint. Ja, ja. Das ist richtig, aber trotzdem sind unsere Texte oft so, dass sie auch zum Nachdenken anregen sollen. Also das ist schon was, wir wollen schon auch Gefühle erzeugen sozusagen. Aber wir fühlen uns sehr wohl, wenn wir merken, das springt irgendwie über der Funke und die Leute gehen dann selig heim. Und uns macht es natürlich am meisten Spaß. Ne? Ja, genau. Also wenn wir Stücke schreiben, dann haben wir jetzt nicht irgendwie ein Publikum im Sinn, glaube ich, sondern wir wollen einfach, was aus uns herauskommt, da kommen sie gar nicht groß dagegen wehren. Es ist irgendeine Melodie, es ist eine Textzeile, wo sich dann so entwickelt. Und wir verstehen uns ja wirklich so als Band, also es ist nicht, dass einer einen Song schreibt und sagt, jetzt macht das und das und das, sondern das, wir bringen das rein, die Ideen, und dann entwickelt das weiter. Und das ist auch das Schöne dabei, und das Publikum kriegt das auch mit, dass das uns Spaß macht beim Aufführen, und das ist eigentlich das Tollste dann an der ganzen Geschichte dann. Ja. Genau. Und wir lieben auch das Publikum, das aufmerksam ist. Also manchmal sind es dann Situationen, wo wir Lesungen zum Beispiel begleiten musikalisch und merken dann, da ist eine gewisse Aufmerksamkeit da, dass man dann auf die Texte auch hört und so. Und ja, das haben wir schon gemerkt, so im literarischen Kontext funktioniert unsere Musik sehr gut. Also wir haben schon Buchhandlungen gespielt und in dem Zusammenhang haben wir ein sehr aufmerksames Publikum auch. Und wir haben eben auch schon mal ein Publikum gehabt, das da nicht so gern zuhört. Also wo die halt gemeint haben, spritzen wir es bei der Murphy Gang. So bayerisch und wo das halt einfach kennen, nicht, das wir kennen. Ja, ja, das funktioniert halt bei uns nicht. Wir sind jetzt halt einfach nicht die Unterhaltungsband, die halt ihr Rambazamba macht, sondern das. Wir freuen uns, wenn man uns zuhört, sagen wir es mal so. Wir sind halt keine Covers, sondern wir, die Stücke sind wirklich alle von uns, beziehungsweise arrangiert zumindest. Mhm. Genau. Also wir haben ein paar Coversongs schon im. Aber wenig. Eher unbekannte Sachen, aber dann auch mit ganz eigenem Text und übertragen auf unseren Stil. Also das ist jetzt nicht, dass wir jetzt was nachspielen wollen in dem Sinne. Die Instrumente allein lassen schon nicht zu, dass man das Original nachspielt. Sag ich mal. Ihr habt schon eine LP und eine EP veröffentlicht. Arbeitet ihr denn gerade an einem dritten Album oder ist da irgendwas in Planung? Ja, in Planung schon. Also wir starten jetzt im Herbst wieder mit Aufnehmen. Also es ist bei uns immer so, dass wir eigentlich sehr viele Ideen haben, aber eigentlich zu wenig Zeit ist dann auch wieder umzusetzen. Also wir haben alle Beruf und viel Familie und bleibt das nicht so viel Zeit immer zu Musik machen, aber die Ideen sind da und wir arbeiten dran und nehmen auf und es kommt was Neues. Aber mein Wunsch, unser Wunsch ist, dass wir wirklich eine Vinylplatte machen jetzt als nächstes. Das ist in der Hand. Sehr Also das ist das nächste Projekt jetzt. Angepeilt, sagen wir mal, früher nächsten Jahres ungefähr. Ne? Das wäre schön, ja. Hoffentlich. Kriegen wir hin. Auch der Ziele. Ja, dann danke ich euch, dass ihr da wart. Vielen Dank für das nette Interview. Und euch wünsche ich noch ganz viel Spaß mit der restlichen Studio-Session.